Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Let's Play Social Empires. Ja, in der heutigen Folge würde ich ganz gern vielleicht noch hier ein bisschen Gartenarbeit, wie ich das auch immer nenne, machen und dabei ein Thema ansprechen, das mit den Drachen. Aber erstmal nehmen wir mal den Monday Reward. Welchen nehmen wir denn? Mitte? Mitte? Oh, Mann. Naja, in der glorreichen Mitte war dann doch nix. Nix mit glorreich, ne? Also, ich würde gerne die Drachen ansprechen. Ja, auch nur so ein Trolls bester Freund. Nein, die Drachen. Also, ich finde, dass diese Drachen, die machen, irgendwie immer hässlicher werden. Heute ist zum Beispiel, wie man, warte, hier unten sehen kann, der Spawn Savage Dragon zum Kaufen bereit. Also, ja, ich finde den richtig hässlich. Ganz ehrlich. Guckt euch den mal an. Ja, die Drachen werden immer hässlicher. Findet ihr nicht auch? Was sagt ihr dazu mit den Drachen? Werden die immer hässlicher? Oder sagt ihr, nein, die sind wunderschön und so wie sie sind? Ja, also das könnt ihr auch mal bitte in die Kommentare schreiben. Schreibt dort eure Meinung dazu hin und dann gucken wir mal, wie da eure Meinungen dazu sind. Ja, also das mit den Drachen. Was gibt's denn noch so für Drachen? Also, die Drachen, die ich hab, die sind alle schön, oder nicht? Weil ich habe ja noch die älteren Modelle, sag ich jetzt mal hier. Die sind doch alle voll schön, okay? Finde ich jedenfalls. Ja, also die neueren, diese Savage-Dragons, die sehen irgendwie, finde ich, nicht so toll aus, oder? Also, was sagt ihr zu den Savage-Dragons? Findet ihr, die sehen schön aus oder nicht? Aber diese, wie heißen die, diese, nach den Savage Dragons, diese neuen Epic-Dinger, die gehen eigentlich noch, aber sonst. Welche Drachen findet ihr denn ganz, ganz hässlich oder welche Drachen findet ihr denn ganz, ganz schön? Also, Jewel Epic Dragon finde ich vom Außen her vielleicht schön. Da auf dem Bild sieht er nicht so schön aus, aber da finde ich, sieht er recht schön aus. Oder der Blue Fire Jin Dragon, der sieht doch eigentlich auch schön aus, oder? Ja, der Blue Fire Jin Dragon da. Ja, aber der, naja, allein wegen dem Aussehen würde ich mir den erst recht nicht kaufen. Ja. Get Unit, was für eine Unit kriege ich denn hier eigentlich? Also der, ach, der Goldene, schon wieder so ein Goldener. Oh. Naja, das ist doch wohl, oh. Mann, oh Mann, ja. 60 Cash, 60 Cash, ne? Hab ich doch. Ja, ich hab 60 Cash. War da nicht irgendwas mit Building? 60 Cash. Nee, nicht erweitern. Nee, eigentlich wollte ich nicht erweitern, aber Building, Building. Der Gebäude. Ach, Wunder, Wunder war das denn, ne? Bei Wunder. War doch irgendwas mit 50 oder 60 Cash? War das nicht so was? Nee, das nicht. Das auch nicht. Das? Nee. 70. Ah, 70 Cash. Oh. Oder das? Habe ich sowas nicht schon? Weiß ich gar nicht. Basiliska, habe ich die? Weiß ich gar nicht. Was gibt's denn noch hier? Machu Picchu oder Sporthalle. Ja, also, doch, die habe ich schon, diese. Die steht da. Ah, 70 Cash. Brauche ich. Oh Mann. Habe ich nicht. Muss ich noch 10 Cash drauflegen? Dann habe ich diese 70 Cash und dann kann ich mir auch noch ein weiteres Bevölkerungslimit hier holen. Aber vorab würden wir ganz gerne mal in den Zoom-Mixer gehen und gucken, was wir hier nochmal mixen können. Mix, mix, mix. Oh, lade doch mal. Ja, das steht hier alles zum Mixen bereit. Ja, den da, will ich den mixen? Will ich den mixen? Ach, ein Turnier kann ich ja auch mal irgendwann mal wieder machen. Was passiert, wenn man Gold und Gold mixt? Oder hier mal mit dem was mixen? Warte, wir gucken einfach mal, was mal herauskommt, wenn man solche. Sowas hier zum Beispiel mixt. Da gucken wir einfach mal, bis es geladen ist. Ach, schon wieder sowas. Nee. Noch einen davon brauche ich nicht. Nee. Nee, noch einen davon brauche ich nicht. Der und. Wer noch? Wer noch? Vielleicht das da. Was kommt denn dabei heraus? Ach, schon wieder. Kommt da nur noch das raus. Oh je. Und vielleicht mit dem da. Was kommt dabei heraus? Galaxy Drache und Soul Extreme. Muss ich. Oh. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Dreiköpfiger. Oh, dann nehmen wir das. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das ist doch dieser
Ach, wie heißt der? Das ist da dieser Dreiköpfiger, den ich da aus dem Cash-Turnier haben wollte. Oder nicht? Warte, wir gucken einfach mal hier im Turnierchen nach. Alles noch am Laden? Nee, Laden will ich nicht. Boah, Gott, wer will denn schon den Regenbogendrachen gewinnen? Oh, ne, dafür. Oh je, ne. Ne. Liebe Social Empires Macher, nee, würde ich nicht opfern. Atomgutzilla. Da würde ich dann doch eher den Soul Mixer für nutzen. An eurer Stelle, wenn ich. Also, ich mache das immer, ich benutze den Soul Mixer dafür. Da kann ich auch so einen Bull Extreme Dragon rauskriegen. Da muss ich jetzt nicht extra hier 50 Cash aufs Spiel setzen oder so. Weiter? Geht's weiter? Nee, weiter geht's nicht. Schade. Ja, muss ich nicht extra so viel Geld ausgeben. Ich würde euch raten, immer den Zoom-Mixer zu benutzen. Und dann seht ihr halt, was dort für Drachen herauskommen. Und ja, die Drachen, die sind auch immer ganz wichtig. Dort seht ihr das. Oh, der Bahamut-Tempel. Ich brauche nur noch einen Teil. Einen Teil brauche ich noch, dann geht das. Guck mal, da schläft einer. Da schlafen Leute. Das geht doch nicht. Ne. Schlafende Leute werden von mir nicht unterstützt. Ihr wisst ja, also. Wenn man bei mir seine Arbeit nicht macht, dann wird man doch ganz schnell hier gefeuert. Boah, wenn man bedenkt, boah, ich habe auch richtig viele Drachen. Wenn hier jemand angreifen will, dann muss er aber echt gut sein hier. Buh, mit dir, dieser ganze Macht hier. Ja, das ist auch schon richtig viel, wenn ich mal bedenke, was andere Leute so haben. Ich habe damals ja hier überall immer so Türme hingestellt, weil ich mir dachte, ach, ein Turm mehr kann doch nicht schaden. Auch ein Säge. Das ist ja auch noch ein Sägewerk. Ganz versteckt hinter so einem Schloss. Ja, also das müssen wir auch mal irgendwie, weiß ich nicht. Wobei, wir können ja noch solche Schlösser kaufen. Aber ich habe nur noch 131.000 Gold. Ja. Na, das ist ja wenig. Ja, sehr wenig. Ja, können wir denn mal den da irgendwie hier rausschicken? Können wir das? Ja, nicht der. Der da, kann der mal da oben. Mal gucken, was der da so töten kann. Ja, kann er. Also, was haben wir hier? Hier, Play Dragon City Mobile. Also, Dragon City gibt es wohl auch schon auf iOS und Android, glaube ich. Die Android-App haben sie, glaube ich, auch schon von Social Empires rausgebracht. Ja, aber auf meinem Sony Xperia Z habe ich das irgendwie noch nicht so installiert, weil ich da jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf so viele Apps hatte. Weil ich hatte mein iPhone zugemüllt mit so vielen Apps. Oh, das war so schlimm. Ja, da wusste man gar nicht mehr, wo was ist und so. Und das mache ich jetzt bei dem neuen Handy nicht mehr. Weil das dann auch so ein Chaos. Nee, auch so ein Chaos habe ich jetzt auch keinen Bock. Sonst endet das auch noch so. Wir haben den goldenen Extreme Dragon. Ich den auch mal vorstellen. Ja, also beim nächsten Mal mal gucken. Was soll ich denn beim nächsten Mal vorstellen hier? Ich hoffe, was Vernünftiges, nicht den Neon Epic Dragon. Also den hatte ich ja schon so oft hier irgendwie benutzt oder was auch immer. Aber jetzt kommt der. Warte, wir machen den noch mal schneller. Machen wir den schneller? Komm, werd schneller. Ja, so. Jetzt wird er wieder schneller, oder? Oder? Er wird schneller. Ja, jetzt. So. Und jetzt können wir auch mal das Drehdingen machen. Oh, ein Knochen. Dann wieder Trolls bester Freund. Ja. Wen interessiert denn dieser beste Freund von dem Troll? Mich nicht. Ja. Mich interessiert er nicht. Ganz ehrlich. Warum kann ich das nicht? Hallo? Ja, konnte ich das nicht dingen? Ah, jetzt kommen ja auch schon an hier. Die wütende Meute. Versucht mich hier vom Kämpfen abzuhalten. Nix da. Das teuflische Aussehen. Ja, ich hab das teuflische Aussehen. Ne? Ich bin Teufel. Das ist nicht schön. Teufel zu sein macht doch auch Spaß, ne? Hier, dann alle mal nach der Reihe. Boom. Ach so, ja. Einfach mal, das geht doch ganz schnell so. Boom, boom, pow. Ja. Und dann machen wir noch mal schnell die letzte Attacke. Und dann wird's fertig. So. Fertig. Alle tot. Ja. Sind tot. Sind tot. Scheintot aber nur. Bestimmt nur Scheintot. Die stellen sich bestimmt alle tot, weil die dann denken, ach, wenn wir uns tot stellen, dann nervt er uns wahrscheinlich nicht mehr mit seinen Attacken. Und das ist dann besser so. Ja, kann auch sein. Das kann auch sein. Ja, also das war jetzt heute mal so ein bisschen eine Erzählfolge, würde ich mal sagen, wo ich jetzt mehr die Moderation geprägt habe und so ein bisschen Tipps versucht habe zu erklären, anstatt halt irgendwie irgendeine Insel zu spielen oder so. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wäre geil, wenn euch das gefallen hat. Auch 100, 197 von 200 habe ich. Oh je, da muss ich aufpassen beim Zoom-Mixer. Da muss ich beim nächsten Mal wieder irgendwen opfern. Oh, die sind mir alle zu nah am Opfer, Alter. Nicht, dass ich die noch irgendwie versehentlich opfer lasse. Das wäre ja. Oh, und dann. Oh je, das wäre schlimm. Nee. Die will ich nicht opfern. Nee. Also, das wäre schlimm. Sehr, sehr schlimm. Naja, passiert hoffentlich nicht. Also, ich hoffe, ihr beantwortet in diesem Video mal meine Fragen in den Kommentaren unten. Wer ist denn der beste Drache? Der vom Aussehen her schönste? Oder der hässlichste? Oder welche Drachen findet ihr schön und hässlich? Schreibt's einfach mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wobei, ganz kleines Spoilerchen. Heute kommt wieder eine neue Folge Minecraft. Oder nee, morgen. Die könnt ihr euch auch natürlich angucken. Also, bis später.